Willkommen zum dritten Teil. CDs, die in meinen Regalen noch rumstehen und ich irgendwo gefunden habe, austesten, ob sie unter Windows 10 noch laufen, selbst wenn sie für DOS hergestellt wurden. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Da habe ich jetzt irgendwas, was ich nicht lesen kann. Kein irgendwas? Kein Moorasen oder was wieder? Keine Ahnung, was da steht. Ich klicke die jetzt einfach mal ein und gucke mal, was da drauf ist. Auf jeden Fall was selbstgebranntes, aber ich kann nicht genau lesen, was ist. Es sieht immer Musik aus. Ich kann die Schrift nicht lesen. Ich weiß nicht, was da drauf steht. Aber Video ist aber angekreuzt und Musik ist aber angekreuzt. Aber irgendwie auch noch durchgekriegt. Also ich weiß nicht genau, was hier drauf sein soll. So. Gucken wir, was der Explorer sagt. Keimohrhasen, okay. 2 GB? Das ist ein Film. Kein Ohrhasen. Was ist das denn? Sieht jetzt aber auch nicht irgendwie wirklich jugendfreundlich aus. Promi-Reporter Ludo hat sich beim Skandal Recherchen daneben bekommen und muss zur Strafe in die Kita. 3000 Stunden Sozialarbeit stehen ihm bevor. Ausgerechnet unter Leitung seiner Jugendfeindin Anna, die ihr früher aufs Übelste gepiesackt hat. Anna heizt den Schnösel gewaltig einem aus den Egoisten einen guten Kindergärtner zu machen mit amüsanten Nebenwirkungen. Til Schweigers Blockbuster glänzt mit grandiosen Gags, viel Gefühl und sensationellen Darstellern. Okay, das war ja ein WB-Film. Ich meine nicht, dass es irgendwie. Ja, gut, aber auch wieder was Selbstgebranntes kann ich also auch nicht verkaufen. Aber ganz okay, dass man auch nochmal so einen Film hat, den ich jetzt so überhaupt nicht kenne. Und irgendwie scheint ja auch irgendwie die CD-Packung auch nicht so ganz zu wissen, was hier gemeint ist. Ich meine, vielleicht kennt der ein oder andere den Film, da kann man es ja mal in die Kommentare schreiben, was das für ein Film ist. Mir kommt der jetzt überhaupt nicht bekannt vor, mir sagt er gar nichts. Hier habe ich jetzt eine CD, da steht mein Name drauf. Und darunter Trickfilm, okay. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich damals ein paar sehr seltsame Filme gemacht, aber gucken wir es einfach mal an, was das so ist. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen will. Das ist schon wirklich ewig lang her. Da habe ich mal auf der Couch irgendwelche Filme gedreht. Okay, den Namen muss ich, glaube ich, mal ausblenden. Sogar noch mit der Musik. Ja, tatsächlich! Die liebe Sonne lacht, seht ihr sie aufgehen? Sie sagt, was ab heute Das wird's ist ganz exakt das, was ich besonders in Erinnerung habe. schön. Wo ich gar nicht weiß, wo ich das aufgenommen habe. Schon spring ich auf und renn aus dem Haus. Ich bin so gut Und dann noch mit der draußen, SpongeBob-Musik im oben auf. Hintergrund. Heute ist der allerschönste 2010! Aber ohne Tag. Copyright-Zeichen. Aber jetzt mal ohne, wo habe ich das denn aufgenommen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das sein soll. Ich weiß echt nicht, wo das ist. 2010 steht doch hier, aber. Es ist tatsächlich genau das, was ich in Erinnerung habe. Ach du Scheiße, ey. Es ist genau das, was ich in Erinnerung habe. Okay, ich leg die mal lieber raus, weil sonst muss ich hier nochmal verpixeln, denn den Namen sollt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Okay, es ist wirklich genau das, was ich in Erinnerung habe. Ich wusste gar nicht, dass ich das mal auf CD gemacht habe. Auf CD gebrannt habe. Ich glaube, sowas habe ich gar nicht selber gebrannt, sondern das hat damals mein Bruder, glaube ich, gemacht. Was habe ich jetzt hier noch? SpongeBob, Employee of the Month. Irgendein SpongeBob-Spiel anscheinend. Habe ich, muss ich sagen, noch nie gespielt. Probier es einfach mal aus, ob das noch funktioniert. Ab 6 freigegeben. Hier steht auch noch irgendwie was Abgerissenes hinten drauf. Hier steht jetzt auch keine Systemanforderung oder sowas. Nö, hier steht gar nichts. Okay, da ist noch ein Heftchen drin, aber das interessiert mich jetzt erstmal nicht. SBSP2, okay. Gucken wir, was da erstmal drauf ist. Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein Spiel. 600 Aha, Megabyte. here we are at Bikini Das ist auf Bottom. Englisch. Install DirectX 8, okay. Hat er das jetzt gemacht? Anscheinend. Ah, here we are Machen at wir Install Bikini Bottom. Game. Setup Exe.
Ich glaube sogar, ich habe das deswegen nie gespielt, weil das auf Englisch ist. Weil ich habe damals englische Spiele so gehasst. Ich hasse sie auch heutzutage noch. Ich spiele ungern englische Spiele. Oh, mein Laufwerk fängt wieder an, richtig auszurasten. Das heißt, da muss irgendwas gleich kommen. Da kommt auch schon was. Ich glaube sogar, das ist der Grund, weshalb ich das nie gespielt habe. Weil das eben Englisch gerade war. Gibt sogar noch ein bisschen Musik. Copyright. Okay, also das kann man aber sogar noch versuchen zu verkaufen. Oh, sogar mit Bildern ein paar. Hier sieht man auch noch so ein bisschen, wie der gerade auf die CD zugreift. OMT, weiß ich jetzt auch nicht, was das für ein Format sind. So irgendwas von Szenen, also irgendwie Videos. Aber auch hier sieht man, das ist, glaube ich, alles Englisch. Ach, Rock Bottom. Okay, das kennt man auch noch. Weil die es übrigens nicht wissen, SpongeBob ist immer noch eine meiner Lieblingsserien. Nach wie vor, guck mal hier oben. Copyright 2002, THQ Inc. Ich weiß zwar auch jetzt nicht, was das für eine Firma ist, kenne ich jetzt auch so direkt nicht. Jetzt habe ich die jetzt eigentlich wieder weggelegt. Jetzt mal den Zettel wieder reintun in die andere CD, sonst weiß ich später wieder nicht, was das ist. Ich knall andauernd mit dem Kopf gegen das Mikrofon. Okay, 85%. Wir haben auf jeden Fall schicke Bilder hier, deswegen lasse ich das einfach mal so drauf. Und da sieht man sogar tatsächlich, wie schnell die Dateien überträgt. Hopin Claims, Available Now, keine Ahnung, was das sein soll. Okay, spielen wir das Ganze einfach mal. Gucken, ob das kommt. Tatsächlich. Wir springen jetzt einfach den ganzen Satz. Chapter 1 Employee of the Year. Okay, jetzt soll man sogar Mitarbeiter des Jahres sein. Oh, aber geile Animationen, aber von Patrick. Ja, das ist tatsächlich auf Englisch. Aber es ist genauso wie damals so ein Spiel, was ich mal damals mal hatte. Hello, faithful Ja, es ist Englisch. customer. Okay. Ich mache es jetzt erstmal weg, weil will ich jetzt sowieso nicht hier spielen. Also ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich das damals auch nie gespielt habe, das Spiel. Weil ich damals, auch wie heute, keine englischen Spiele mag. Aber das könnte ich durchaus mal versuchen zu verkaufen. Und ich will jetzt außerdem hier nicht die CD hier gerade wieder so laut rumrattern lassen. Die rattert hier mal ganz schön rum. Oh, das ist auch ganz schön laut fürs Video. Ich glaube sogar, man hört hier kaum was. Dann habe ich wieder was selbstgebranntes. Fujitsu Siemens. Urlaub in Frankreich 2006. Okay, ich gucke mal kurz, was es ist. Car Classic. Okay, ich wusste gar nicht, dass Kaufland damals CDs verkauft hat. Also die Hüllen scheinen wohl auch nicht mit den CDs direkt zur Verbindung zu stehen. Denn Car Classic hat definitiv nichts mit Fujitsu Siemens zu tun. Was man sich damals alles für einen Scheiß auf CD gebrannt hat, ne? So, Frankreich 2006 tatsächlich, da kommt auch was. Und hier kommen irgendwelche Fotos. Oh! Okay, das sollte ich vielleicht verpixeln, denn hier sieht man tatsächlich Personen drauf, die wahrscheinlich nicht damit einverstanden sind, dass ich jetzt hier ein Video zeige. Auch wenn das natürlich schon, ja, 15 Jahre knapp her ist, aber man weiß ja nie. Das lädt doch ganz schön ewig. Okay, ja gut. Will ich jetzt hier auch gar nicht weitermachen. Hier sind nur halt Fotos drauf von irgendwo man einen Urlaub früher. Ich glaube sogar nicht mal von mir. Weil in Frankreich war ich meines Wissens nach noch nie. Zumindest nicht aktiv. Durchgefahren höchstens mal. Jetzt fällt mir gerade noch auf, hier ist nochmal eine CD versteckt. Ach, das ist Magix. Okay, das muss ich mal woanders hinpacken. Die gehört da gar nicht hin. Keine Ahnung, warum die überhaupt da liegt. Die gehört eigentlich hier unten rein. Die brauche ich auch gar nicht testen. Die weiß ich, dass die funktioniert. Die gehört auch mir. Die verschenke ich nicht. Die verkaufe ich auch nicht. Das Programm benutze ich nämlich. Ach du Scheiße! Ach du heilige Kacke! Ich habe hier erstmal noch eine CD von irgendeinem Buch, was ich anscheinend mal aus der Schule hatte. Nämlich mit einem Russischbuch. Ich packe das mal rein. Ich probiere das mal aus, ob das noch funktioniert. Also, ich hatte damals in der Schule Russisch gehabt. Ja, ich weiß, Russland und Ukraine-Krieg reden wir nicht drüber. Das war alles noch davor. Mittlerweile wird, glaube ich, Russisch gar nicht mehr unterrichtet. Auto-CD. Achso, warte mal. So will ich das nicht öffnen. Ich mache das mal so. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich Ja, geschützt. wunderschön. Повторяем 2. Упражнение 3. Прослушай телефонный. Okay, das sind irgendwelche Übungen aus einem Arbeitsheft. Kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich die mal gehört habe, die CD. Ich wusste gar nicht, dass ich die noch habe. Warum die überhaupt hier rumliegt, verstehe ich nicht. Vor allem, warum die nicht. Ich pack die mal in irgendeine Hülle rein. Jetzt muss ich natürlich wieder eine Hülle finden, die leer ist. Ich hatte vorhin so viele leere Hüllen gehabt, das war auch keine.
War hier was drin? Hier ist auch was drin. Ich muss kurz mal eine leere CD-Hülle finden. Ich hatte doch vorhin so viele leere Hüllen gehabt. Wo sind denn die jetzt alle? Hier ist auch was drin. Ich hatte vorhin einen ganzen Stapel mit leeren Hüllen gehabt. Wo sind denn die jetzt alle? Hier ist auch was drin. Hier was drin. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt finde ich die leeren Hüllen nicht mehr. War hier was drin? Achso, hier war nichts drin. Dann packe ich das einfach mal damit rein, dass die zumindest geschützt ist. Aber ich hatte noch mehr leere Hüllen gehabt. Ganz sicher. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt verkaufen darf. Okay. Dann gucken wir die nächste an. Hier habe ich eine CD Weihnachtskonzert 2013. Ach, das ist aus meiner Schule sogar. Das ist aber so schlecht gedruckt hier, dass man einfach die Musiknamen gar nicht mehr sehen kann. Ich denke mal, das Video kann ich euch nicht zeigen. Ich werde es aber trotzdem mal probieren. Ich denke mal, den Ton kann ich drin lassen, aber ich mach das Video sicherheitshalber weg. Einfach aus Datenschutzgründen. Auch für da, wenn man da Personen drauf sieht, die vielleicht nicht unbedingt möchten, dass man sie hier im Video sehen kann. Aber ich weiß ganz genau, was das ist. Das waren damals unsere Weihnachtskonzerte aus der Schule. Wo ich mir ehrlich gesagt unsicher bin, ob ich diese CDs jemals gekauft hatte. Aber anscheinend muss ich sie mal gekauft haben, weil ich habe die ja hier rumliegen. Das heißt, ich muss sie mal gekauft haben. So. CD Neuer Ordner. Das ist ja auch ein sehr geiler Name. Machen wir erstmal so. Okay, das ist direkt ein Video. Ja, go. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott! Das waren sogar noch die alte Variante, wo noch alle so gequetscht auf der Bühne standen. Das ist nur Gequatsche hier. Ich wusste dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Chor ich drin war. Oh mein Gott, das war noch der Scheiß hier mit drin. Oh mein Gott, das war so dumm. Und hier bricht die... Ah, das war die kaputte CD. Das war die kaputte. Jetzt erinnere ich mich. Die hat damals an einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr weitergespielt. Das ist genau die, weil wenn ich jetzt hier weitergehe, zack, die bricht sofort ab. Die war defekt irgendwo. Jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, deswegen habe ich die auch nie mehr angeschaut. Deswegen habe ich es auch völlig vergessen, dass ich die habe. Weil die war kaputt. Gut, aber ich glaube, ich werde nach dem Video wieder schöne Verpixelungsarbeit haben. So, die kommt weg. Jetzt habe ich hier Bob der Baumeister. Bob baut einen Park. Das Spiel kenne ich sogar tatsächlich selber noch. Das habe ich damals vor vielen, vielen Jahren sehr, sehr gerne gespielt. Vielleicht kennt das sogar der eine oder andere von euch noch. Viele lustige Spiele mit Bob und seinen Freunden. Ich gucke gerade mal auf die Rückseite. Systemvoraussetzungen. Windows 98 ME XP mit Pentium 2 233 MHz. Wie viel? Und AMD K6 2 oder 100% entsprechender Prozessor. Okay, der muss 100% entsprechen. Okay, mal gucken wir mal. 64 MB RAM. CD-Laufwerk mit achtfacher Geschwindigkeit oder entsprechendem Laufwerk, hochauflösende Grafikkarte, 16-Bit, ja gut, das ist wirklich eine sehr hochauflösende Grafikkarte. Und DirectX-kompatible 16-Bit-Soundkarte. Okay. Steht hier ein Jahr drauf, Copyright 2002. BBC Worldwide und Hit irgendwas. Auch 2002, also alles 2002 scheint das zu sein. Hoppala, da fällt mir die CD direkt raus. Klick die mal rein, gucken wir, ob das noch funktioniert. Also das Spiel, das habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe dann aber irgendwann mal aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier drauf noch läuft. Ob wir das noch spielen können. Das wäre mal wirklich interessant zu wissen. So, das kann ich auch direkt mal starten. BBC Auto. Setup Excel. Die Meldung kam natürlich damals unter Windows XP nicht. Okay, irgendwas macht er auf jeden Fall gerade. Okay, der Wizard wird schon mal vorbereitet. Die CD rattert. Und da kommt tatsächlich was. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, es geht schon direkt los, aber nee, das ist bloß der Aufwind für den Installer. Okay, klicke mal weiter. Ja,
Machen wir natürlich die vollständige Installation. Wollen wir das schon alle sehen. Weiter. Weiter. Und da geht es tatsächlich los. Mal gucken, ob wir das nachher auch starten können. Jetzt lassen wir es erstmal durchlaufen. Das scheint auch gar nicht mal so lange zu dauern. Das hat natürlich damals unter XP auch ewig gedauert. Also das hat wirklich lange gedauert damals. Okay, DirectX 8.0a, Objektframe, unbekannter Fehler. Okay. Das hat jetzt so direkt nicht funktioniert. Versuchen wir mal wieder unseren Trick auszuprobieren. Also das scheint so nicht zu gehen. BBC Auto war es, glaube ich, was gestartet wurde. Kompatibilität für XP Service Pack 3. Übernehmen. Als Administrator ausführen. So, jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal. Ja. Volle Installation, weiter, weiter, weiter. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nochmal abwarten. Obwohl, der macht jetzt relativ schnell. Denn die Dateien sind natürlich jetzt alle schon da. Und das hat funktioniert. Okay. Dann klicken wir mal auf Jetzt starten und Verknüpfung erstellen. Okay, das geht schon mal hier. Starten wir auf Start. Sieht schon mal ganz gut aus. Hit-Animation, okay, oder H&T. Okay, das Video geht direkt los. Das überspringe ich jetzt aber mal hier. Das wird jetzt ja hier keiner sehen. Ist ein bisschen klein, das Bild, ne? Beweg den Mauszeiger zu einem der Schilder und klicke es an. Klick die Pfeile an, um dir ein Bild auszusuchen. So, warte mal. Machen wir einfach mal so. Oh, gut, dass hier die Schrift so gut zu sehen ist. Okay, Team, machen wir uns an die Arbeit. Können wir das bauen? Okay, kommt direkt ein Video. Kann ich jetzt. Ja, halt die Klappe jetzt. Oh. Also, ich sag mal so, von der Grafik her ist es nicht ganz funktionsfähig. Willkommen bei Wähle das hier. Der Hilfe. Du machst drei. Einen Job musst du noch erledigen. Zwei, drei. Ach so. Okay, jetzt weiß ich wieder, wie das ging. Jetzt habe ich wieder eine Erinnerung. Okay, wenn ich Escape drücke, werde ich die Lautstärke machen. Okay, ja, sei mal ruhig jetzt mal. Man musste hier alles Mögliche durchspielen hier. Sei mal ruhig da bitte mal. Zurück. Okay, jetzt sind wir kurz mal leise. Man musste hier alle von diesen Spielen einmal durchspielen, glaube ich, um am Ende dieses Feuerwerk zu machen. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dieses Feuerwerk war damals immer so geil. Und da konnte man das eben hier so durchmachen eben, dass man dann eben dann am Ende dieses Feuerwerk hat und dann war das Spiel durchgespielt, so. Ja, die Schrift ist natürlich gut. Klick hier, um das Spiel weiterzuspielen. Klick hier, um ein neues Spiel zu beginnen. Und tatsächlich muss ich sagen, diesen Bildschirm kenne ich doch genauso. Gehen wir mal wieder zurück. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, du bist bald wieder dabei. Bist du sicher, dass du aufhören möchtest? Ja, muss ich ja. Aber muss sagen, es startet zwar noch, aber eben von der Auflösung her, das geht gar nicht. Kann ich das vielleicht noch irgendwie umstellen? Wenn ich jetzt mal hier mal raufgehe, Kompatibilität. Mit reduzierten Farben, 6400, Vollbit-Optimierung. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich versuche mal Service Pack 3 von XP, ob das vielleicht besser läuft. Das ist, nee, auch nicht besser. Die Lautstärke zu ändern. Wieso gehe ich denn auf die Lautstärke, wenn ich auf die Dings drauf drücke? Kann leider auch nicht überspringen hier die Startsequenz. Kann auch sein, dass er hier noch lädt. Aber ich muss sagen, ich bin überhaupt schon überrascht, dass es noch startet. Spielen kann man zwar so, wie es jetzt gerade ist, nicht mehr, aber das kann auch an der VM liegen. Das müssen wir mal tatsächlich auf dem richtigen PC ausprobieren, weil, ja. Ich bin gespannt, ob mein Spielstand noch da ist. Das wäre natürlich jetzt auch wichtig. Zumindest kann ich das überspringen. Nee, die Schrift ist immer noch verbuggt. Klick das Schild an, auf dem du dann. Gut, dann lass uns mal weitermachen. Skateboard-Knolle. Bob, Minigolf mit Bob. Bobs Team macht Musik. Bauer Gurkes Tierwelt. Was für ein Ding? Bauer Gurke? Hieß der wirklich so? Bob,
baut ein Paar. Dinosaurier-Puzzle. Heppos Eichhörnchenrennen. Bob baut ein Paar. Minigolf mit Skate. Minigolf. Okay, das sind alles so diese Minispiele gewesen, aber gut. Auf Wiedersehen. Also generell scheint es auch zu funktionieren, aber es ist halt ein bisschen buggy mit der Grafik. Wahrscheinlich auch wegen der wirklich extrem starken 16-Bit-Grafikkarte, die ich leider nicht mehr habe. Also, aber trotzdem muss ich sagen, ich bin überrascht, dass es noch startet. Also, eigentlich im Grunde ja noch sehr geil. Hole ich die jetzt erstmal wieder raus. Laufwerk ist auch wieder schön warm geworden. Die Installation hat mir ordentlich zu schaffen gemacht. Also, sagen wir mal so, unter Windows XP könnte man es auch nochmal probieren. Das hebe ich mir auch nochmal auf. Das versuche ich unter XP auch nochmal.